Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sogar das berühmte Januarloch ist nicht mehr das, was einmal war. Trübe Wintertage begegnen wir heute einfach mit viel Bewegung an der frischen Luft und einem Spaziergang in den nächsten Gopladen. Dort hat es neben vielen anderen erfreulichen Aussichten für das Portemonnaie nämlich auch eine Raclette-Aktion. Um es gerade vorwegzunehmen, Raclette am Block kostet bei uns jetzt 13,80 per Kilo. Günstiger kommen sie also so schnell nicht mehr zu einem gemütlichen Raclette-Abend. Raclette ist übrigens die Exklusivmarke von Coop. Hergestellt, gelagert und reifgepflegt in verschiedenen Schweizer Käsereien, verpackt und für die Auslieferung in ihren Laden bereitgestellt im Käsezentrum Kirchberg. Neben dem Raclette aus der Aktion gibt es den Feinkäse auch in praktischen Portionen vorgeschnitten, mit Pfeffer und mit Peperoni. Und als Raclette Coop Naturaplan aus biologischer Milch und Produktion. Raclette-Kenner, die etwas ganz Besonderes suchen, empfehle ich den Cremo Raclette Maso. Eine Spezialität, die neu in unseren Läden erhältlich ist. Für den Fall, dass Sie schon lange kein Raclette mehr gemacht haben, hier noch ein paar lustige Bilder, um den Appetit anregen. Pro Person braucht man ca. 200 Gramm Raclette und 200 bis 250 Gramm Geschwellte. Dazu passt auch ein knuspriges Bauernbrot oder ein Baguette. Nicht fehlen dürfen die pikanten Cornichons, Silberzwiebeln oder Mixed Pickles. Die Rinde darf man beim Raclette ja nicht abschneiden. Die wird beim Schmelzen schön knusprig und ist sehr aromatisch. Vor kurzem hat Ihnen der Armin Amrain im Rezept verraten, wie man mit Raclette auch lustige und abwechslungsreiche Gratins zubereiten kann. Weil es aber Leute soll geben, die Raclette überhaupt nicht mögen, zeigt er Ihnen heute ein ganz anderes Rezept. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rindspätzli auf pikantem Orangen-Wintersalat? Grüezi miteinander! Die Rindspätzli alle Minuten mit einer Marinade aus Orangensaft, Weisswein, Erdnussöl und Gewürzmischung beidseitig einpinseln und zudeckt eine Stunde im Kühlschrank marinieren. Die Orangen in viele schneiden, die Avocado halbieren, schälen und in Scheiben schneiden. Wie immer sofort mit ein bisschen Zitronensaft beträufeln. Schalotten in Ring schneiden und verschiedene Platzlöte in mundgerechte Stücke verteilen. Alles auf Teller verteilen und mit der Salatsauce nach dem Rezept aus der Coop-Zeitung beträufeln. Dann die Rindsplätzchen auf jeder Seite während 1-3 Minuten grillieren und in der Mitte vom Salat anordnen. Ich bin sicher, dass Ihnen das leichte Gericht vorzüglich wird schmecken und wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Die grosse Auswahl, die Frische und die Aktionen sind häufig genannte Gründe, warum man zu Coop geht, einkaufen. Überaus beliebt sind aber auch die Neuheiten, die man bei uns immer entdecken kann. Gekühlter Transport nach dem Schneiden, permanente Qualitätskontrolle und das Untersuchen auf Spritzmittelrückstände machen es möglich, dass wir die Haltbarkeit von Schnittblumen bei Ihnen daheim mindestens 6 Tage lang garantieren können. Bis jetzt ist die Fleur Coop-Garantie hauptsächlich auf Rosen beschränkt gewesen. Bis jetzt. Ab sofort gilt der spezielle Service, den es nur bei Coop gibt, auch für Tulpen. Und Sie werden bestimmt noch mehr Freude an Ihren Blumen haben. Golden Grahams heisst eine Neuheit von Nestle, die Sie jetzt bei uns kaufen können. Die einmalig knusprigen Vollkornweizen-Garés mit einem Hauch Honig werden vor allem die überzeugen, die mit einem gewöhnlichen Zmorgen nicht viel anfangen können. Golden Grahams, der ultimative Geschmack. Speziell für kalorienbewusste Gemüse entwickelt wurde, ist der Toni Früchtequark Light. Mit herrlichen Fruchtstückchen angereichert, ist die Neuheit von Toni besonders cremig, zart schmelzend und luftig und bietet Genuss für höchste Ansprüche während der Pause, als Zwischenmahlzeit und als Dessert. Die Bratcreme Gourmet ist reine Butter in der praktischen Dosierflasche. Bratcreme kann man brauchen zum Braten, Dünsten und Abschmücken. Sie ist leicht dosierbar und darum sparsam im Gebrauch. Und sie gibt jedem Gericht die unvergleichliche Butternote. Kein Coop-Studio ohne die Spartipps. Da sind's. Schweizer Raclette-Käse Raclette am Block kostet per Kilo 13,80. Und 30 Arnibranche Milchnuss kommen Sie für 7,90 über. Das Bratpfannenset offerieren wir Ihnen für 18 Franken. Mit der Go-Profit-Karte gibt es am Freitag und am Samstag 5 Servala zum halben Preis. Sie wissen ja, Go-Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Rund ums Raclette ist es heute im ersten Teil vom Coop-Studio gegangen. Heute in einer Woche steht dann ein weiteres Produkt aus der Molkerei im Mittelpunkt, nämlich die Milch selber. Bis dann, danke fürs Zuschauen.
Noch weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.